Ja, die Aufmerksamkeit haben wir, glaube ich, damit erreicht. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag hier bei der Gemalto-Veranstaltung. Und einleitend wollen wir uns ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Volker Schütz. Ich bin im technischen Management unterwegs im Bereich Industrie 4.0 im IFM-Konzern. Die TISC, was Sie vorhin erwähnt hatten, eine IFM-Tochter, jetzt umbenannt zur IFM Solutions GmbH. Und mein Standort ist am Bodensee. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Jonas Schäfer. Ich bin in der gleichen Abteilung wie auch der Herr Schütz unterwegs, das heißt Technisches Management und Industrie 4.0. Und ich habe seit Anfang des Jahres die Projektleitung gewonnen für das Gemalto-Projekt. Genau. Ja, die IFM, der IFM-Konzern. Zaubert ein Lächeln aufs Gesicht, ja. Also kann nur positiv sein. So. Ja. Ja, der IFM-Konzern, weltweit agierender Sensorhersteller in über 70 Ländern, entsprechend 8.000-9.000 Produkte, 150.000 kaufende Kunden und wichtige Elemente unserer Firmenphilosophie sehen Sie hier. Das Thema Kundennähe, Qualität, Innovation ist uns sehr wichtig und ansonsten würde ich lieber die Vorstellung dem folgenden Video überlassen. Ja, wie kurz auch schon gezeigt, die IFM, ein familiengeführtes Unternehmen, sehr großer Mittelstand, geht jetzt in Richtung Konzerngröße. Wir bewegen uns bei über 7.000 Mitarbeitern derzeit. Sie sehen auf dem Bild die Söhne der beiden Firmengründer. Rechts der Herr Marhofer vom Standort in Essen, links davon der Herr Buck. Und deren beider Väter haben das Unternehmen gegründet 1969. Wir kommen jetzt ins 50. Firmenjahr. Und wenn es gut läuft, werden wir das mit der Milliarde auch an Umsatz dieses Jahr schaffen. Ja, Sie sehen hier mal verschiedene Produktkategorien, Produktelemente, von der wir uns, in dem Themenfeld wir uns bewegen, von ja, Sensorik, Positionssensorik oder auch mobile Arbeitsmaschinen, Bagger zum Beispiel, Überwachung von Baggern oder Müllsystemen. Bildverarbeitung, Kamerasteuerungen und jetzt eben genau das Thema eben auch für heute, Software, Softwarehandling und dann auch natürlich der Brückenschlag zur Lizenzierung. Hier sehen wir mal ganz kurz eine von den vielen Produktfolien, die ich trotzdem noch gewählt habe. Es geht um das Thema IO-Link. IO-Link ist für uns ein wichtiger Kommunikationsbestandteil, um die Maschinendaten dann eben auch digital zu erfassen und ja, mittelbar machen zu können, um die darüber liegenden IT-Systeme, Anwendungen, Applikationen anzusteuern, um die Daten, die Sensordaten, Werte, Schwellwerte oder auch Messwerte zu visualisieren. Im nachfolgenden Produktvideo sehen wir relativ schön ganz konkreten Industrie 4.0 Use Case, eine Mischung aus unserer Software, aus unserer Hardware, bei der Firma Iveco im Zusammenhang mit Predictive Maintenance. Und genau um die Art der Software geht es jetzt dann auch gleich in dem Vortrag ganz konkret, wo es eben auch um die entsprechende Software-Lizenzierung und auch Software-Sicherung geht. Der Weg von bestehenden Produktionsanlagen zur Industrie 4.0 ist ein schrittweiser und individueller Wandlungsprozess. Gemeinsam haben Iveco und IFM diesen Prozess gestaltet und in der Hauptlinie der Transporterproduktion bereits umgesetzt.
Für eine kontinuierliche Verbesserung sind wir immer auf der Suche nach neuen Technologien, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Wir haben beschlossen, eine zustandsorientierte Wartung in der wichtigsten Linie des Karosseriewerks einzuführen, da alle Varianten vom Transporter dort produziert werden. Für Iveco ist IFM der richtige Partner für die Umsetzung dieser 360-Grad-Aufgabe. Der gemeinsame Weg zur Industrie 4.0 startete mit einer intensiven Analyse aller Prozesse. In dieser Produktionslinie werden zunächst die Seitenteile an die Bodengruppe geführt. Danach werden die Querstreben angebracht und anschließend das Dach aufgesetzt. Die Transporte zu den Schweißstationen erfolgen vollautomatisch. Anschließend gehen die verschiedenen Rohkarosserievarianten in die Weiterverarbeitung. Alle installierten Sensoren helfen dem Wartungspersonal, den Verschleißzustand jeder Komponente in Echtzeit zu erkennen und eventuell notwendige Wartungsmaßnahmen einzuleiten, bevor ein echter Schaden auftritt. Was die Instandhaltung betrifft, sind wir von einer zyklusbasierten Wartung zu einer zustandsorientierten Wartung mit einer erheblichen Kosteneinsparung übergegangen. IFM hat für Iveco ein System im laufenden Betrieb installiert. Zahlreiche Schwingungssensoren überwachen die Verschleißzustände der Anlagenkomponenten. Druckluft, Strömung und Temperatur werden mittels IO-Link-Sensoren erfasst. All diese gemessenen Daten gelangen über Diagnose-Elektroniken bzw. IO-Link-Master zum Smart Observer und werden dort ausgewertet und visualisiert. IO-Link überträgt die Daten digital für eine zuverlässige Prozesssteuerung. Das Messsignal wird im Sensor in digitale Daten umgewandelt und weitergeleitet. Darüber hinaus können wir die Schaltpunkte des Sensors für Voralarm und Alarm direkt vom Server aus programmieren, ohne an den Sensor vor Ort zu müssen. Die IFM-Software Smart Observer überwacht und verwaltet die Messdaten aller Sensoren. Die Darstellungsmöglichkeiten der Parameter zeigen ein transparentes Abbild der kompletten Produktionsanlage. Jedes Ereignis ist exakt abzulesen. Meldungen wie Voralarme oder Alarme sendet das System per E-Mail. Wir können den Sensor im Server sehen und kalibrieren. Bei einem Austausch ist eine Programmierung nicht mehr erforderlich. Dank dieser Zusammenarbeit mit IFM ist Iveco bestens für Industrie 4.0 gerüstet. IFM. Close to you. Genau. Das ist für uns eigentlich auch das Hauptthema, wo wir jetzt kurz berichten wollen, warum und wie wir an das Thema rangegangen sind, den Smart Observer als unsere Predictive Maintenance Condition Monitoring Software schützen zu lassen in der Verbindung mit der Konnektivität zu der Sensorik. Für uns ist das ganze Thema absolutes Schlüsselelement, zukünftig im Zusammenhang mit Software-Monetarisierung besser zu greifen und besser zu strukturieren. Und neben der technischen Darstellung sehen Sie auch so ein paar Ideen, wie wir zukünftig das ganze Thema weiter und weiter entwickeln und auch implementieren wollen. Die Themen haben wir mitgebracht. Das eine ist mal ganz kurze Einführung zum Thema Warum, was ist die Motivation, was sind die Hintergründe. Dann auch ein ganz kurzer Ausflug in die Ecke EMS, RMS, um einfach mal das funktionale Zusammenspiel zu zeigen. Da kommen wir später auch noch immer öfter drauf. Deswegen gibt es sicherlich die ein oder anderen Gemalto-Profis bei Ihnen, die Gemalto-Kollegen sicherlich selber. Allerdings ist vielleicht der ein oder andere dabei, der da im Detail noch nicht so reingeschaut hat. Das ist ja der Block. Das Pilotprojekt vom Herrn Schäfer dargestellt mit den jeweiligen Unterelementen, die uns da wichtig erscheinen. Und am Ende noch ein paar Sätze zu, was haben wir mitgenommen und was wollen wir auch rüberbringen als Lessons Learned. Das Thema Rollendesign, heute sicherlich auch schon angesprochen, trotzdem von unserer Seite auch nochmal verdeutlicht. Und wir sprechen das mal anhand einer technischen Schnittstelle. Wie kann es einmal im Unternehmen oder in der Organisation in einem Produkt-Lifecycle-Zyklus bedient werden? Da sieht man dann das Zusammenspiel.
Warum? Was war die Idee dahinter? Also Sie haben in dem Bild vorhin schon unsere beiden Firmen Inhaber kennengelernt, beide auch im Member im Vorstand, im Board. Und von der Seite aus ist eine absolut strategische Entscheidung, das Thema anzugehen. Die stehen absolut dahinter. Macht es auf der einen Seite aus Projektsicht einfach, der Rückenwind ist da. Auf der anderen Seite, der Segler würde jetzt sagen, man darf nicht kentern. Also man hat eine absolute Attention und das muss natürlich funktionieren. Ansonsten ist es schwierig. Wir hatten definitiv Missbrauchsvorfälle in der Vergangenheit, die wir auch während der Projektarbeit feststellen mussten, wo wir auch gesehen haben, okay, kriegen wir nicht besser abgedeckt. Das ist einfach eine Schwäche, die wir damit abstellen werden. Ein weiterer Wunsch, dass wir also nicht nur diese Software, sondern auch weitere Elemente, die wir platzieren wollen in unserem Wandel von einem Hardwareunternehmen immer stärker zu einem Lösungs-Softwareunternehmen. In der Mixtur wird es immer wichtiger, dass man alle Softwareelemente, um die es da auch geht, zentral sehen kann und auch managen kann, lenken kann. Das ist deswegen das Thema zentrale Lizenzierung ist hier für uns immens wichtig im Schnitt, im Zusammenspiel auch mit dem ERP-System. Hardware, Software besser aufeinander abstimmen ist sicherlich ein Business-Aspekt, den man da auch sehr schön sehen kann. Gar nicht so sehr technisch, funktional beachtet, sondern dann eher auch aus dem Zusammenspiel, wenn ich sehe, was braucht der Markt und welche Funktionen kann ich immer mehr auch der Hardware zugeschnitten softwaremäßig anbieten und wie kann ich dann auch Geschäftsmodelle ansetzen und da auch Lizenzierungsmodelle ansetzen. Das Thema neue Lizenzmodelle, das geht ein bisschen einher in die Argumentation von gerade eben. Software-Versionskontrolle ist auf jeden Fall ein, das hoffe ich mal, ein Abfallprodukt, was wir dadurch automatisch erreichen werden. In dem Moment, wenn ich natürlich sehe, welche Software, welche Version, in welchem Umfang im Markt, in welchem Land, bei welchem Kunden im Einsatz ist, kann man natürlich auch ganz anders mit dem Kunden sprechen und auch ganz anders auch die eigene Produktpolitik anpassen. Damit ist auch das Thema mit den Geschäftsmodellen auch schon erklärt. Projekterfahrung, da muss ich, glaube ich, niemandem was Neues sagen, dass ein Projekt an der Stelle komplex ist, dass man es nicht unterschätzen darf. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass wir uns so nicht vorgestellt haben an der Stelle in der Form. Extrem wichtig einfach die Anbindung anderer Organisationseinheiten, nicht nur der IT. Die IT-Kollegen, die sind immer so ein bisschen geprügelt, deswegen, nur weil sie jetzt hier stehen, heißt das nicht, dass man die ganz besonders braucht oder früh ins Boot nehmen muss. Man muss sie alle mit ins Boot nehmen. Die IT ist sicherlich sehr wichtig, weil, ich kann das beurteilen, ich war früher in der internen IT-Organisation der EFM. Am Ende geht alles durch die hohle Gasse der Systeme und durch deren Projekte und durch deren Budget und Ressourcenplanung. Und dementsprechend muss natürlich alles aufeinander abgestimmt sein, weil das nützt mir nichts, wenn ich mit EMS und allem Design fertig bin und am Ende hat der ERP-Programmierer oder auch der jeweilige Administrator erst in 4 Wochen Zeit, weil er ein ERP-Rollout-Projekt hat. Das Thema externer Support, selbstverständlich ein wichtiger Punkt. Wir arbeiten hier mit dem Herrn Tiggemann zusammen, mit der Firma Gemalto zusammen, sind extrem zufrieden und müssen auch ganz klar sagen, externer Support ist aus unserer Sicht in der Komplexität des Querschnitts der Gesamtsituation. Es geht sicher auch ohne. Ich will es mir nicht vorstellen, wie, es ist so schon schwer genug. Man muss sich an der Stelle es nicht das Leben noch schwerer machen, das wäre sicherlich am falschen Ende gespart aus unserer Sicht. Ja, ganz kurzer Ausflug zur Funktionalität RMS, EMS und ERP, weil am Ende des Tages brauche ich ja die ganze Kette, um die Gesamtfunktion und Kaufsituation durchgängig abzubilden. Wenn ich mir das mal anschaue, dass ich auf der RMS-Seite das Rights-Management-System von Sentinel hier die zu lizenzierende Software entsprechend auch mit einer Zählfunktion oder auch mit einer Kontrollfunktion besehen muss, je nachdem, welches Lizenzmodell ich ja auch anwenden will. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Element Datenvolumen agieren möchte, dann brauche ich auf der anderen Seite eine Logik, die ja auch das Datenvolumen zählt und wenn dann irgendwie eine Situation eintritt, dass es meinetwegen überschritten ist, Mitte des Monats, man erkennt es ja von der Handysituation, muss ich ja irgendeine Situation oder irgendein Ergebnis auslösen, das muss irgendwas passieren.
Und die Gesamtlogik muss ja auch abgestimmt sein mit dem Lizenzmodell. Und wenn ich dann ganz nach rechts schaue, da sehen Sie SAP und Bahn. Vom ERP, vom Order, von der Order-Situation, da kommt natürlich ja, welcher Artikel, welches Lizenzmodell, und im EMS muss das Lizenzmodell abgebildet sein. Also Sie sehen, die Kette ist extrem wichtig. Das macht es so spannend und so wichtig auf der einen Seite, weil dadurch kriege ich auch Automatisierung hin später und Volumen. Andererseits muss ich natürlich sehr viel genauer arbeiten in der Integration neuer Ideen, neuer Produkt, Go-to-Market-Situation. Es geht halt einfach nicht mehr im Vorbeigehen per Knopfdruck oder ich mache mal schnell ein neues Lizenzmodell, sondern die Dinge müssen sehr viel genauer und besser aufeinander abgestimmt sein, damit es fehlerfrei läuft. Wenn es aber läuft, hat man ja genau den Effekt, den wir auch wollen. Genau. Ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal was davon erzählen, wie so, oder Ausschnitte aus unserem Pilotprojekt. Wir haben mit verschiedenen Softwarekomponenten bei uns angefangen, eben Gemalto dort zu integrieren, beziehungsweise eben sie lizenzpflichtig zu machen und auch Bestandteile abzusichern. Und wir haben jetzt mal ein paar Themen da rausgesucht, die wir Ihnen gerne mal zeigen wollten. Das ist einmal so der Sonnenscheinprozess im Verkauf. Das ist das, was sich quasi unser Vorstand da wünscht und vorstellt. Das ist dann mal kurz eine Darstellung, okay, wie ist denn die Software aufgebaut und welche Bereiche der Software wollen wir denn schützen? Dann, was haben wir jetzt daraus gelernt? Wie müssen wir das in ein Lizenzmodell gießen, damit wir auch dahin kommen, dass das auch so ist, wie wir es gerne hätten? Und die Lizenzaktivierung, weil die spielt gerade in unserem Kundenumfeld eine besondere Rolle, weil, wie auch eben schon mal gehört, ganz häufig ist da kein Internet. Das heißt, also da kann man nicht mal irgendwie über die Welt ein Datenpaket schicken. Ja, und zu guter Letzt haben wir jetzt auch aus der Vergangenheit, wo wir den Projektstart hatten und erste Erfahrungen sammeln konnten, eine Projektstruktur aufgebaut und auch die würden wir Ihnen gerne mal kurz zeigen. Ja, der Sonnenscheinprozess. Eigentlich ganz einfach. Ich habe ihn noch etwas weiter vereinfacht und in seiner Implementierung doch sehr komplex. Eigentlich war es das Ziel, dass der Kunde sich über einen Vertriebskanal, wie zum Beispiel unsere Verkaufsplattform oder aber auch direkt in der Bestellung, ein Bundle bestellt aus Hardware und Software und diese Orderdaten dann ganz klassisch in unser SAP eingelesen werden. Und hier geht es dann halt los, weil irgendwoher muss ja jetzt auch SAP wissen, dass da ein Lizenzprodukt bei ist. Und dieses Lizenzprodukt, das muss veredelt werden, bevor der Kunde ein Ergebnis davon kriegt, von dem Kauf. Und da haben wir eben dann mit der Beratungsleistung auch von Gemalto, haben wir diese Sachen eingebaut bei uns in die Systemlandschaft. Und das ist jetzt so, dass wenn dann eben das SAP an einem Materialmerkmal erkennt, okay, das Ganze hier, das ist jetzt ein Lizenzprodukt, dass es dann eben weiterverarbeitet, weitergeschickt wird über die Prozesskette an den EMS-Connector. Das ist nichts anderes wie eine Sammlung von Schnittstellen, die eben vor dem EMS stehen, mit denen dann unsere Systeme kommunizieren. Und hier wird jetzt einfach die Produktdaten des Lizenzprodukts werden übergeben und das EMS spielt uns einen LAC zurück, also einen Code, mit dem der Kunde dann hinterher seine Leistung aktivieren kann. Und dieser LAC wird dann auch im SAP gespeichert bei dem Kunden und es wird eine Mail losgetreten. In dieser Mail steht dann einmal für den Kunden drin, hier lieber Kunde, deine Software findest du hier und hier, die kannst du dir da runterladen. Und wenn du sie dann irgendwann auch aktivieren möchtest, das heißt nutzen, dann findest du hier den passenden Code dazu. Mit da drinne dann noch ein Hinweis auf eine Anleitung, wie kann ich denn das Ganze machen. Genau. Dann zu dem Aufbau der Software, die wir jetzt in dem Pilotprojekt angefangen haben, eben zu schützen. Vielleicht erstmal drei Sätze, was ist das? Das ist einmal der LA Agent. Das ist nichts anderes als eine Ansammlung von Software-Konnektoren, mit denen man die unterschiedlichsten Protokolle, Hardware-Geräte, Dienste, Datenbanken ansprechen kann und denen Daten übergibt oder sich eben Daten von denen holt, in gewisser Weise ein bisschen aufbereitet, um sie dann weiter zu verteilen. Klassischerweise wird er natürlich bei uns so eingesetzt, wie man es jetzt hier auch auf dem Bild sieht. Der Agent baut Verbindungen zu einem unserer Produkte auf, da hängen dann wiederum Sensoren dran. Die Daten holt er sich ab und gibt sie dann in die zweite Software ab. Das ist der Smart Observer, den haben wir eben auch im Video gesehen. Und in dem Smart Observer werden dann diese Daten visualisiert. Ich kann mir Alarme einstellen, Tickets, Verbindung zum SAP aufmachen, mir da irgendwie für die Instandhalter ein Ticket erzeugen lassen. Also das ist so die Funktion.
Jetzt haben wir ja eben schon gehört, wir hatten Missbrauchsfälle. Woran lag das? Also wir hatten in dem Smart Observer schon immer eine Art Lizenzierung hinterlegt. Die war aber nicht mehr, wie der Kunde installiert und dafür muss er einen Code eintippen. Das war's dann. Und wir hatten aber in dem Artikeltext, und die Software sollte so genutzt werden, dass sie mit 30 Informationspunkten spricht. Ein Informationspunkt ist nichts anderes wie eine Datenquelle am Sensor. Und wenn er mehr nutzen möchte, soll er sich auch bitte mehr Lizenzen kaufen. Leider gab es dann Kunden, die haben eben herausgefunden, dass man auch mehr Informationspunkte ansteuern kann, ohne dass irgendwas passiert. Dann haben es natürlich auch getan. So, und das andere ist, dass der Agent unendlich Verbindungen aufbauen kann. Das heißt, wenn der Kunde den einmal hat, dann kann er damit so viele Systeme ansteuern, wie er gerne möchte. Und auch das wollten wir gerne reglementieren. Also sieht man jetzt an den Schlössern auf dem Bild, wir wollen einmal die Verbindungen des Agenten lizenzpflichtig machen. Und auf der anderen Seite ist es uns wichtig, dass die Informationspunkte geschützt werden. Das heißt, dass im Smart Observer der 31. Informationspunkt so lange nicht funktioniert, bis der Kunde mehr kauft. Genau. Das haben wir dann angefangen in ein Lizenzmodell, die Überschrift, aber die Informationen zum Lizenzmodell, sage ich mal, zu gießen. Und wir haben uns für das Network Node Locked entschieden, haben das dann ein bisschen auf uns natürlich individualisiert, also auf die einzelnen Produkte. Und eine Lizenz wird immer an die Hardware-ID des Systems gebunden. Der Kunde kann zwar über ein Wizard entscheiden, ob er die Lizenz auf einem zentralen Server binden möchte und dann eine Verbindung dahin aufbaut von seiner Software, aber sie muss definitiv an ein System gebunden sein. Dann haben wir gesagt, der LA Agent wird auf eine Verbindung begrenzt. Und wenn der Kunde mehr Verbindungen möchte, dann muss er die kaufen. Und wie schon eben erklärt, der Smart Observer wird auf 30 Informationspunkte begrenzt. Auch wenn jetzt zukünftige Entwicklungen kommen oder auch in neuen Softwareprojekten der IFM, sind alle neuen Features, die Mehrwert bieten, lizenzpflichtig. Also wir wollen schon, dass das gesamte Spektrum abgesichert wird. Und dann kam noch eine Anforderung von unserem Vertrieb, das war denen ganz wichtig. Ja, aber wir müssen dem Kunden doch auch mal irgendwie, der will ja vielleicht mal probieren, ob das überhaupt was für ihn ist. Also gibt es nochmal neue Lizenzmodelle und das ist pro Produkt gibt es eine 60-Tage-Trial. Das heißt, dann kann der Kunde halt hergehen, kann das ausprobieren oder es ist auch für Vorlizenzierungsprozesse und Ähnliches ein spannendes Thema. Ja, kommen wir zur Aktivierung. Was ist uns am liebsten? Eigentlich ist es natürlich uns am liebsten so, wie wir es alle kennen, wenn wir ein Handy haben und wir kaufen eine App, das wird auch eine Berechtigung geschaltet, aber wir merken davon gar nichts. Und zunächst mal mussten wir eine Komponente irgendwie entwickeln, mit der das Lizenzmanagement funktioniert. Das ist der hier sogenannte IFM License Server. Der beinhaltet das Sentinel RMS und steuert quasi über APIs die komplette Kommunikation. Und der Ideale ist, der Kunde tippt dort sein Lizenzkey ein. Der Lizenzserver baut eine Verbindung zum EMS aus, gibt die Hardware, verheiratet die Hardware-ID mit dem LAC und es kommt zurück. Ein Activation Key und die Software greift dann einfach auf dem IFM License Server zu und guckt, kann ich noch oder kann ich nicht mehr? Also ist irgendwo ein Lizenzbruch oder habe ich nicht genug Lizenzen da? Jetzt bewegen wir uns ja aber zu 90% im Umfeld der Industrie und da haben wir ganz, ganz oft die Situation, dass an der Maschine, an dem IPC, wo wir gerne dran möchten, der Kunde entweder keine Internetverbindung will oder aber es auch gar nicht so einfach ist, da ein Netzwerk hinzukriegen. Also wenn man mal an Pressen oder Ähnliches denke, die kann man ja nicht mal einfach so anhalten. Und deswegen mussten wir uns einen Offline-Aktivierungsprozess überlegen. Offline in Anführungsstrichen, weil das gilt nur für den PC, auf dem die Lizenz ist. Der Kunde geht also her, meldet sich im License-Server an, versucht die Lizenz zu aktivieren, kriegt die Meldung keine Online-Verbindung und dann wird zurückgespielt, bitte melde dich auf unserem Licensing-Portal mit folgendem Code an. Und dann geht er, wie hier auf dem Prozess 1 gezeigt, auf unsere Verkaufsplattform, meldet sich an, tippt dort seinen Activation Key ein, oder er muss sich gar nicht anmelden, Entschuldigung, er kann das auch ohne Registrierung tun, tippt da seinen Key ein und wird dann weitergeleitet ans EMS. Das ist für ihn transparent und er bekommt einen Activation Key von uns, eben aus diesen beiden Informationen. Damit kann er dann in seine Halle laufen, zu seinem alten Industrie-PC, und dort wieder auf dem License-Server das Ganze eintippen und die Software kann wieder darauf zugreifen. Also das war gerade für die Entwicklung, das sieht sehr einfach aus und auch eigentlich logisch, aber man muss es schon, das muss durch drei Abteilungen bei uns, also das war schon ein Prozess, den man auf der Liste haben musste.
Ja, dann noch was zur Projektstruktur. Wir haben ja schon mehrfach gehört, das betrifft irgendwie immer das ganze Unternehmen. Das haben wir uns am Anfang auch nicht so vorgestellt, das ist aber so. Und der Tiggemann hat uns auch gesagt, aber gut. Wir haben angefangen damit, dann Teilprojekte zu gründen. Also es gibt eine zentrale Komponente, die das alles steuert und darunter sind Teilprojekte. Ist nicht so sonderlich spannend, deswegen springe ich mal drüber weg, es ist eher wichtig. Wir haben einmal die ERP-Prozesse, wir sind weltweit aufgestellt, wir haben nicht überall SAP, das heißt, wir wollen aber auch in Ländern verkaufen, wo wir kein SAP haben und das sollen auch die Landesgesellschaften können. Also müssten wir natürlich die komplette Prozesswelt auch ERP-seitig betreuen und dieser weltweite Rollout ist jetzt auch gerade gestartet. Und daneben natürlich die klassischen Service- und Retourenprozesse. Dann im EMS, also in Sentinel EMS, brauchen wir auch einmal eine Rollenstruktur. Das heißt, es muss Service- und Supportkräfte geben, die sich damit beschäftigen, die auch hinterher wissen, wenn der Kunde irgendwie die Festplatte kaputt hat, wird er wahrscheinlich nicht einfach eine neue Software kaufen, sondern der wird anrufen und sagen, ey, ich will das neu installieren, das geht aber nicht, weil mein Key ist schon abgelaufen. Also braucht man Serviceprozesse in dem Ganzen. Dann Verkaufsplattform, das hatte ich ja eben schon gesagt, die Offline-Aktivierung. Der Kunde will ja irgendwie auch sehen, welche Lizenzen habe ich denn so. Ganz häufig sind es zentral einkaufende Stellen und die wollen Übersichten haben, ob sie nochmal nachordern müssen oder bestehende Lizenzen noch verwendet werden können, all diese Themen. Dann natürlich auch der ganz große Punkt der Softwareentwicklung. Das heißt, in unseren Abteilungen musste erstmal auch RMS bekannt gemacht werden. Die müssen das implementieren, jede neue Software muss es implementieren und mitbringen. Und es muss ein Design geben. Der Kunde ist es jetzt so nicht gewöhnt, mit unseren Lizenzen umzugehen. Der kennt aber unsere Software. Das heißt, den wollen wir nicht vom Kopf stoßen, sondern irgendwie brauchen wir einen UX und eine UI, womit der sich sehr wohl fühlt und das Ganze auch reibungslos funktioniert. Und zum Schluss das Thema Markteinführung. Das kann man ruhig, das ist zweischneidig, das Schwert. Das ist einmal für unsere Kunden, wie ich gerade schon gesagt habe, sie kennen es nicht, wir müssen es ihnen irgendwie beibringen. Und dann ist es aber auch für uns intern. Weil wir kennen es auch nicht und wollen es jetzt verkaufen. Und damit ist es für uns ganz, ganz wichtig, Trainingskonzepte mussten wir entwickeln und gehen auch damit wirklich durch die Abteilung, um den Leuten das näher zu bringen. Und damit würde ich wieder an den Herrn Schütz übergeben. Ja, was haben wir gelernt am Ende? Wir sind nicht am Ende, wir sind noch mittendrin. Aber was nehmen wir auf jeden Fall mit und vor allem, was ist wichtig, nochmal zu reflektieren, wenn man das Ganze sich nochmal in Ruhe zu Gemüte führt. Das Thema der Rollen, ich kann nur nochmal es betonen von Anfang an. Und ich meine ganz ehrlich, es ist ja in der Regel so, dass gewisse Menschen in der Organisation heute schon da sind, die Teile dieser Rollen in ihren Dingen auch heute auch schon tun. Die haben vielleicht noch nicht diesen Begriff in ihrer Aufgabenbeschreibung drin. Dennoch ist es wichtig, dass man mal diese Gruppierung zusammenfasst, auch mal ganz klar die Inhalte in diesem Lifecycle, und am Ende des Tages ist es ein License-Management-Lifecycle, um den es da geht, der muss bedient werden, der muss gelebt werden können und die Inhalte, die darin in einer gewissen Abhängigkeit stehen, die brauchen auch ein ganz klares Commitment, sowohl von ihrem von der Organisationsform als auch von dem jeweiligen Mitarbeiter. Und wir schauen uns das Ganze noch an der technischen Schnittstelle an, einfach mal als Beispiel, um es noch ein bisschen griffiger zu kriegen. Ich habe mal die drei Hauptelemente rausgegriffen. Ich glaube, die sind soweit auch in der Literatur jetzt nicht das Neueste. In der Beschreibungsform von uns mal heraus formuliert so, der License Manager als Head-Off für diesen ganzen Lifecycle, für diesen ganzen License Management Lifecycle. Genau. Und er hat natürlich eine immense Schnittstellenfunktion in die unterschiedlichen Einheiten, ins Produktmanagement, in das technische Management, was auch für die Produktentwicklung sehr wichtig ist, zu den IT-Kollegen oder auch zu anderen Kollegen, zum Beispiel aus dem Marketing, auch ein wichtiger Punkt. Aber natürlich dann sehr stark in die Bereiche License Operations und License Development. Was machen die? Das License Operations verantwortlich hier für den Applikationsbetrieb des EMS, die sorgen dafür, dass am Ende die Applikation auch so läuft und auch so weiter sich entwickelt, wie sie sich entwickeln muss im Sinne von wachsender Lizenzkomplexität. Es wird hier das Second, Third Level abgebildet. Idealerweise ist der First Level entweder per Self-Service möglich oder über eine First Level Hotline-Situationsstruktur, die man lösen kann. Das muss man schauen, wie es im Unternehmen eben funktioniert. Und ich habe natürlich eine starke Schnittstelle auch wieder hoch zum License Manager.
und das License Development. Und das ist natürlich auch interessant, weil wenn man eine dezentrale Firmenstruktur hat, so wie das bei uns ist, in der Kombination mit der Gesamtstruktur, hat man sehr viele technische Untereinheiten, die Hardware und Software herstellen und die natürlich dann Teil dieses Prozesses sind, weil sie am Ende das Design der Lizenzstrukturen in der Software berücksichtigen müssen, die müssen das kennen. Und das ist auch nicht so einfach aus meiner Sicht für die Zukunft, weil man hier natürlich im Querschnitt arbeiten muss und das sind einfach auch Pfade, die noch gelernt werden müssen. Implementation, Locking-Mechanismen selbstverständlich und auch hier wieder Rücksprung zum License Manager. Jetzt mache ich einen großen Fehler. Ich habe eine Folie mit viel Text, die ist auch nicht kopiert. Ich lasse trotzdem stehen und die wird dann auch in den Unterlagen sein. Wichtig ist mir jetzt mal nur hier die Abhängigkeiten darzustellen. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, ich definiere ein neues Projekt oder ich integriere eine Lizenzierung in ein vorhandenes Produkt. Einerseits, klar, ein neues Produkt hat einen Standard-Lifecycle-Prozess, neues Produktentstehung. Da wird man irgendwann auch an der Lizenzierung automatisch vorbeikommen, weil das ja auch die jeweiligen Wege sind. Wenn wir uns in der Situation das mal anschauen, wie lizenziere ich in ein vorhandenes Produkt hinein, dann unterscheide ich jetzt mal in dem Beispiel zwischen zwei Szenarien. Eine neue Lizenzierungsform mit neuen Features, das heißt, also gleiche Technik, aber ich mache einen ganz neuen Lizenzweg, meinetwegen Network-Lizenzierung, so und so viel Teilnehmer im Netzwerk teilen sich eine Lizenz. Es muss das neue Lizenzmodell definiert werden. Es muss geguckt werden, ist es technisch überhaupt machbar. Es muss die Stammdaten müssen testweise aufgebaut werden. Es muss dann ins Live-System. Der ganze End-to-End-Test muss einmal durchgespielt werden. Und wenn dann alles nach der Dokumentation sauber läuft, geht es in Go-to-Market und dann in den Markt hinein. Hier sieht man eben auch, welche Stakeholder in diesen jeweiligen Teilelementen beteiligt sind. Ich sage jetzt mal, das ist sicherlich in der einen oder anderen Firma möglicherweise ähnlich, vielleicht leicht unterschiedlich. Das ist mehr oder weniger als Strukturpicture zu verstehen, weil die Grundelemente sind da auch immer wieder gleich. Und es geht ja hier wirklich um die Verantwortlichkeiten der Rollen und das Zusammenkommen der jeweiligen Teilnehmer, die auch sprechen müssen und dann auch Entscheidungen treffen müssen, die dann auch durchgängig sind. In dem anderen Element, wenn ich jetzt einfach nur eine Erweiterung vornehmen will, das heißt, wir gehen weg von diesen 30 Informationspunkten, wir zählen jetzt 50. Das heißt, die Software bleibt nicht ganz gleich, alles andere bleibt gleich, aber auf RMS-Seite muss ich jetzt natürlich 50 zählen und nicht 30. Das heißt, ich muss irgendwann, wenn der 51. Punkt kommt, eine Meldung rausschicken und vorher war es der 31. Punkt. Bedeutet, auf der Softwareentwicklungsseite muss was passieren, die Kollegen müssen eine Änderung vornehmen, sie muss dokumentiert werden, sie muss getestet werden und dann geht es in den Markt hinein und eben hier sicherlich mit einer abgespeckten Version von Stakeholdern dennoch wichtige Standardabläufe, die man eben auch standardisiert gehen muss, damit es konsistent bleibt. Ups, das war der falsche Knopf. Ich bin beim Fazit, Sie drehen auf Null, das passt. ja, ohne ein funktionierendes zentrales Lizenzmanagementsystem ist unserer Meinung nach Verkauf von Software in hoher Anzahl in dem internationalen Unternehmen definitiv nicht beherrschbar. Ohne funktionierende Prozesse ist es aus unserer Sicht ist der Verkauf nicht automatisierbar. Und das ist genau das Zusammenspiel, was es spannend macht im Zusammenhang mit Industrie 4.0, im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von Hardwarefirmen. Da sind wir nicht die Einzigen auf dem Markt. Das sind auch nicht nur Sensorhersteller, die mit dieser Situation konfrontiert werden. Der Software-Trend ist immer stärker und wird immer mehr Funktionalitäten hervorbringen, die Hardware mit mehr Features anreichert und mehr Komfort bringt. Und somit ist das sicherlich eine spannende Reise. Und wir freuen uns drauf. Aber es wird auch noch ein Weg, keine Frage. Ja, vielen Dank. Dankeschön.